Hallo, guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas anfängt. Ich sitze hier schon seit 10 Minuten und versuche einen Vlog anzufangen, aber ich habe sowas noch nie gemacht, deshalb ist das irgendwie weird. Ich sitze im Garten. Ich will meinen Freund nicht wecken. Es ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 10 nach 8 morgens. Es ist Mittwoch, der 19., falls das wichtig ist. Ja, ich bin seit etwa einer Stunde wach. Kippe, ne? Ja, und ich habe noch etwas Zeit. Ich habe noch etwas viel Zeit, da ich keine Lust habe, mich heute Morgen zu schminken und so. Ich muss zwar noch was essen, aber ich habe noch Zeit. Also dachte ich, mache ich das hier und keine Ahnung, rede mal mit dem Internet und unterhalte mich selbst dabei. Warum auch immer. Wie gesagt, ich sitze im Garten. Die Nachbarn haben ihre Fenster offen, dann hört man immer Badezimmergeräusche. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich will nicht zu laut reden. Wer weiß ja nicht, wie man sowas macht. Was könnte ich euch denn erzählen? Heute ist Mittwoch. Ich habe noch nicht viel gemacht. Wie gesagt, ich hatte einen Wecker auf 7 Uhr, bin dann kurz nach 7 aufgestanden. Ich habe nicht sehr viel geschlafen. Gar nicht. Ich hatte voll Einschlafprobleme. Ich habe versucht, um 11 zu schlafen, damit ich 8 Stunden kriege, aber gar nicht. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwie, wenn ich unter 6 Stunden falle, dann werde ich sehr, sehr grumpy und schlecht. Also ich denke nicht, dass das der Fall ist. Ich denke, ich werde so 7. Nee, ich habe keine 7 Stunden. 6 irgendwas, denke ich. Ja. War heute Morgen dann auch wieder vor dem Wecker wach. Also von daher recht wenig Schlaf. Aber ich finde es geht. Ich glaube, also ich habe sogar beschlossen, heute Make-up zu skippen, weil ich keinen Bock darauf habe. Weil ich schon bei dem Gedanken, dass ich das später abschminken muss, habe ich schon keinen Bock mehr. Also lassen wir es einfach, glaube ich. Ja, dementsprechend habe ich etwas mehr Zeit, weil ich mir meistens Zeit nehme für Schminken, weil ich das cool finde. Außer heute, da bleiben wir so. Tada! Weirdo. Ja, was steht heute auf dem Plan? Dann habe ich mich angezogen, dafür habe ich mir etwas Zeit genommen. Heute werden es 28 Grad. Es ist keine Ahnung, was momentan mit dem Wetter los ist. 3 Tage Sommer, 2 Tage Herbst, 3 Tage Sommer, 2 Tage Herbst. Was ist denn das momentan? Ich bin schon voll im Herbstmut. Gib mir den Herbst. Ich habe schon richtig. Mein Freund meint immer, ich bin schon. Also immer. Weil der Herbst ja schon so lange da ist. Wenn überhaupt. Ja, dass ich schon quasi in der Weihnachtszeit angekommen bin. Weil, keine Ahnung, ich einfach drauf stehe. Ich bin bereit für den Herbst. Ich bin ready. Ich kann, ne, das Wetter darf jetzt. Darf, Dankeschön. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf Sommer. Ja, ich sollte lernen, nicht so viel zu sagen, wenn ich das hier öfter machen will. Schwierig. Ja. Wieso bin ich schon im Herbst angekommen? Ich habe Starbucks für mich entdeckt. So der letzte Mensch auf Erden, der Starbucks für sich entdeckt hat. Ich bin halt dran, wir haben einen neuen, ich bin halt dran vorbeigegangen und dann stand da so am Fenster, jetzt ist der Herbst da, Pumpkin Spice Latte. Und ja, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, habt ihr schon gemerkt, dass Pumpkin Spice Latte ja so das Hipster-Ding war und auf Instagram für Jahre jetzt schon am Rumpummeln ist, dass das ja so toll ist. Und dann dachte ich mal, okay.
alle stehen total auf Starbucks. Ich glaube, ich war einmal davor da. Und da habe ich versucht, einen scheiß normalen Kaffee zu nehmen. Von daher war meine Starbucks Experience etwas begrenzt. Meine Kippe ist ausgegangen. Nasty. Und ja, dann bin ich halt rein, habe mir diese Pumpkin Spice Latte geholt, fragt, ob ich groß oder klein. Und ich bin dran gewöhnt, mir beim Bäcker um die Ecke einen Kaffee zu holen. Und da ist ein großer Kaffee, kostet 1,60 und ist eine Vanish. So was wie, ja, ne? Ihr kennt das, wenn ihr beim Bäcker einen Kaffee holt und ein kleines dann so was, ein großes ist dann so viel in der Tasse drin und du kriegst immer nur so eine kleine Tasse so oder so. Also so ein Pappbecherchen. Und dann war ich ja besser, fragte mich klein oder groß und automatisch sage ich groß, weil das, na. Und dann gibt er mir einen halben Liter. Na, ich so, cool. Großer Kaffee ist besser, aber es ist wirklich groß. Der kostet dann auch fast 6, 5 Euro irgendwas. Weil er mich fragt mit Sahne und so. Und ich mal, ja, komm, wenn wir das hier machen, dann machen wir es richtig. Knall drauf, was du hast. Und ja, dann hatte ich diesen halben Liter Kaffee, wo mein Name falsch drauf stand. Ganz abgesehen davon, dass ich alleine da drin war, warum musst du meinen Namen draufschreiben? Hier ist ja sonst keiner mehr. Für wen bitte soll der Kaffee denn sein? Aber okay. Automatismus vielleicht. Man, ne, scheiß drauf. Und ja, dann hatte ich diesen halben Liter Kaffee Pumpkin Spice Latte, der lecker schmeckt, aber ich krieg davon voll Herzrasen. Da ist viel zu viel Zucker und Koffein drin. Die haben aber noch ein. Ich hatte zweimal so einen, weil ich abgewechselt habe, weil der andere Herbstkaffee ist Maple Latte, also Ahornsirup. Und ich habe halt abgewechselt, um zu gucken, welcher mir besser gefällt. Und Maple hat gewonnen, also Ahornsirup, weil der ist nicht ganz so süß und überzuckert. Und ich krieg davon nicht so Anxiety is your co-pilot moves, Flares. Flair. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann von Koffein halt so ein bisschen dusselig werden und ein bisschen too much Herzrasen und ein bisschen too much. Too much. Ne? Ne? Wackel einfach mit dem Köpfchen. Vielleicht versteht jemand, was du damit meinst. Mit Geräuschen und Gewackel. Ja. Und ich habe jetzt versucht, den Maple Kaffee zu recreaten mit meiner super fancy. Das ist so der hübscheste Kaffeebecher, den ich auf Amazon gefunden habe. Weil ich finde alle Kaffeebecher hässlich, die es gibt. So gefühlt. Und der war so der einzig hübsche. Ja. Was doch, was doch. Ja, ich habe versucht, die zu recreate. Also ich habe eine Dolce Gusto, aber ich habe das Gefühl, dass da echt wenig Koffein drin ist. Also da spüre ich gar nichts. Aber ich so Karamell-Kaffee-Tabs. Fancy. Und ja, ich habe jetzt einen Senseo-Tab von meinem Freund genommen und da jetzt einfach ein bisschen Milch und Ahornsirup reingeschüttet. Apropos Milch. Let's talk about Kaffee all the time. Ich versuche, weil Milch ist ja böse, wissen wir ja irgendwo. Wir gehen jetzt wieder rein. Ich hoffe, das spoilern wir nicht, wo ich wohne und so. Süß. Süß. Ja, Milch ist ja böse. Wir alle irgendwo wissen, ne? Produktion und so, alles scheiße. Und dann versucht man ja Alternativen zu finden. Ich frage mich, ob ihr eine Alternative wisst. Ich habe mal
wie heißt denn das jetzt? Hafermilch versucht. Das war aber nicht dope. Vor allem nicht im Kaffee. Und dann. Okay, wir gehen jetzt in die Küche, weil ich glaube, dass ich da am besten reden kann, ohne zu laut zu sein. Vielleicht machen wir die Türen zu, so wie nette Menschen das tun. So, also, ich habe mal, jetzt ist es 20 nach 8, um 9, kurz nach 9 muss ich los. Ich muss auf jeden Fall noch was essen. Also, wo war ich? Kaffee. Hier drin ist es warm. Also. Winkel des Todes, Alter. Ja, ich habe mal Hafermilch, ich glaube, es war Hafermilch versucht. Und Kaffee. Aber das fand ich echt nicht dope. Da hatte ich vegane Freunde gefragt, was sie so nehmen. Für einen Kaffee, die haben das empfohlen, aber mein Geschmack war es jetzt nicht. Das Urteil ist ein bisschen scheiße. Dann habe ich jetzt Sojamilch ausprobiert für einen Kaffee. Und ich mag halt gern so Flavored Kaffees, also mit so Geschmäckern. Und ja, ich habe halt die Vanillesojamilch ausprobiert und ich glaube, ich vertrage die einfach nicht richtig. Also in Kaffee oder die soll nicht so in Kaffee geschüttet werden und so warm werden. Keine Ahnung, was. Hier sehe ich voll augenringemäßig aus. Auf jeden Fall fand ich die auch ungeil und mein Magen fand die ungeil und ich musste davon ganz viel aufstoßen und will keiner wissen, ne? Auf jeden Fall werde ich das nicht mehr tun. Jetzt habe ich wieder normale Milch in meinem Kaffee. In meinem Kaffee. Und halt Ahornsirup. Was ich empfehle, das ist echt lecker. Und wenn ihr das so zu Hause macht, kostet das auch nicht 6 Euro. Gut, es fehlt die Sahne drauf, aber wenn ihr Milch reinschüttet, ist das nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als ob ihr die Sahne mit dem Löffel. Ne, ist ja nur eine super fettige Variante dann von ein Schritt Milch rein, Sprühsahne drauf zu tun. Aber geil, so viel zu Kaffee. Jetzt habe ich 13 Minuten lang über Kaffee geredet. Was noch? Heute ist ja schon Mittwoch. Ich weiß nicht, ob das so ein Weekly-Vlog-mäßig, dass ich jeden Tag ein bisschen laber oder was wir genau hier tun. Ich habe gar keinen Plan. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade. Vielleicht ist es einfach nur, um mich selber hier ein bisschen zu unterhalten. Ich muss auch noch überlegen, was ich esse. Frühstücke. Ich mag nicht so gern Frühstück. Also, ich mag gerne frühstücken, aber ich mag nicht um die Frühstückszeit was essen, wenn ihr wisst, was ich meine. So direkt nach dem Aufstehen. Essen ist. Ich brauche da ein bisschen Zeit. So um 7, 8 Uhr morgens. Ich bin noch nicht ready für Essen. Deshalb mal sehen. Ich glaube, ich werde mir dann einfach irgendein Brot machen. Keine Ahnung. Meine Haare, Alter. Ja. Heute ist schon Mittwoch. Montag, was war Montag? Ich glaube nicht viel. Also ich bin halt zur Arbeit, habe mir da, glaube ich, wirklich einen Starbucks-Kaffee geholt. Was ich sagen muss, die Kaffees sind echt gut, aber die Snacks, die es da gibt, sind ja echt eher nur. Also ein Brötchen dazu holen, finde ich überteuert für das, was es ist. Und ich finde, die schmecken gar nicht so toll. Ich finde die. Das Brot. Ich hatte einmal einen Bagel mit Frischkäse und Kankammers, Gurken.
Was sind die Gurken? Ihr wisst, was ich meine. Und einmal so eine Brezel mit Frischkäse, Käse und, glaube ich, Hähnchen drauf. Und ich finde immer, dass der Bagel, genau wie die Brezel, waren halt schon so gooey, nicht crispy. Und dadurch ist es dann so pappig in der Fresse. Von der Konsistenz her jetzt nicht so mein Favorite. Vom Geschmack her ja, geht, aber es ist halt irgendwie alles so ein Einheitsbrei. Also von daher. Ich werde mir, glaube ich, in Zukunft eher wieder beim Bäcker 2-Euro-Brötchen kaufen, anstatt hier so ein 4, 5-Euro fancy Bagel, der auch eigentlich echt nur ein Brötchen mit dem Loch war. Also ne. Weiches Brötchen mit dem Loch. Und nicht die gute Art von weich. Wisst ihr, ne? Gebäck ist schwierig und Gebäck ist nice. Verkack's nicht. Ja. Gestern hatte ich frei. Was habe ich gemacht? Ja, die normalen Sachen. Ich habe ein Päckchen abgeholt, was geliefert wurde, was. Ja, wo ich nicht da war. Von Cohorted war das die Beauty Box. Die habe ich noch nicht richtig angeguckt. Die steht jetzt seit gestern auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, also das ist so eine Monthly Subscription Beauty Box. Ich glaube, ihr kennt das System, wo halt eher High-End-Sachen drin sind. Da kriegt man dann halt auch teurere Produkte. Und im Grunde finde ich das Konzept gut. Ich meine, so eine Box, wo nur DM-Produkte drin sind, ja, da kann ich auch selber in DM gehen und mir das 2-Euro-Teil holen in der Farbe, die ich es auch wirklich will. Darum brauche ich keine Hilfe, dass mir jemand einen Schubser gibt, um neue Produkte auszuprobieren. Bei so einer High-End-Box finde ich das sinnvoller, weil ich diese Produkte nicht auf gut Glück quasi kaufen würde. Also ich hole mir keinen Eyeshadow von NARS, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass sie gut sind, weil die halt teurer sind. Wenn ich aber in der Beauty Box, wo ich 50 Euro für bezahle ungefähr, dann ein Eyeshadow von NARS habe und einen Lippenstift von Benefit und keine Ahnung was, ich habe nicht genau geguckt, was in dieser Box drin ist, aber halt so 5 Sachen, die etwas hochwertiger sind. Das sind halt Sachen, die ich dann nicht, ja, wo ich hochwertige Sachen testen kann, weil es meistens etwas kleinere Produkte dann sind. Musst du nicht direkt so ein Full-Size-Teil kaufen für was weiß ich wie viel Geld. Also im Prinzip finde ich die Box gut. Ich habe die jetzt 6 Monate, glaube ich. Werde die aber abbestellen, glaube ich. Weil ich versuche momentan auch Geld zu sparen. Fake Starbucks. Ist immer gut, wenn man versucht, Geld zu sparen und dann merkt man, oh, ich mag den 6 € Kaffee aber voll gerne. Ich kann ja nicht jeden Tag 6 € Kaffee. Beim Bäcker kostet der 1,60. Gut, da ist nur so viel drin. Im Vergleich zu einem halben Liter Kaffee. Aber, ne? Fühlt ihr euch auch immer irgendwie in euch selbst gefestigter? Ist das ein Wort? Wenn ihr einen Kaffeebecher mit euch rumschleppt, irgendwie ist alles besser, wenn ich meinen Kaffee dabei habe. Er gibt mir Kraft. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Ist das nur ich? Bin ich dämlich? Ja. Was noch? Ja, gestern. Ja, einkaufen, so die üblichen Sachen, die man macht, wenn, ne, Haushaltszeug. Dann heute, ne, hallo, sind wir bei Mittwoch. Ich muss dann auch bald zur Arbeit. Ich glaube, ich muss das hier echt bald beenden. Was essen, dann zur Arbeit gehen, lass mal irgendwie auf die Uhr gucken. Ein bisschen rumwandern.
wir müssten das hier jetzt abschließen, weil ich habe noch eine halbe Stunde, dann kann ich noch was essen. Ich euch mein Outfit zeigen erstmal. Also, ich trage ein Neckholder-Top von vor 100 Jahren von H&M. Dann trage ich von ASOS so eine Hose. Mein Freund nennt die meine Obelix-Hose. Die ist halt high-waisted mit schwarz-weiß-grünen Streifen. Ich mag die sehr gerne. Und ihr seht dazu Sandalen, auch von ASOS, glaube ich. Und ja, dann habe ich mir noch eine Strickjacke geholt, weil es ja jetzt erst, weil ich halt um 9 raus muss und es da, glaube ich, noch nicht ganz so warm ist wie später, die ich dann hier binde. So eine Wäsche haben wir, ne? Sehr schlecht gezeigt. Aber dann ist es halt so drüber und dann binde ich die hier. Ne? Ihr versteht schon. Heute, dann muss ich zur Arbeit und heute kommt vielleicht Shopping Queen. Ich arbeite halt im Verkauf und ist ja egal wo, oder? Ne? Ich will hier nicht irgendwas in die Welt hinaus posaunen, was ich auch nicht darf oder so. Ja, die haben sich halt angekündigt, wenn die Kandidatin noch Zeit und Geld hat, dann kommen die vielleicht vorbei zwischen 1 und 6. Ich arbeite aber nur bis 3. Vielleicht ist es eine blöde Idee an dem Tag, wo das Fernsehen vielleicht vorbeikommt, einen ungeschminkten Tag zu machen, aber I don't give. Ja, ich arbeite halt eh nur bis 3, also denke ich nicht, dass ich die mitbekommen werde, weil, also ist halt ewig her, dass ich das mal gesehen habe. Ich habe gar keinen Fernsehanschluss mehr. Und ja, kennt ihr das, wenn morgens so das Gehirn noch nicht so ganz funktioniert und ihr die Sätze einfach nicht zusammenkriegt und dann immer so, ja, und weiter im Satz. Alter, denk doch mal an einem Stück. ja, was wollte ich sagen? Ja, die kommen halt zwischen 1 und 6 und ich arbeite bis 3 und soweit ich mich erinnere, als ich das mal gesehen habe vor Jahren, ich wusste, ne? Aber schön, dass es noch läuft. Ich fand es eigentlich immer ganz unterhaltsam, dass die halt, jetzt beende den Satz endlich, dass die halt Schmuck und so immer zum Schluss gemacht haben. Der Laden, in dem ich arbeite, verkauft halt Schmuck. Dass sowas halt eher zum Schluss kommt, wenn du echt nicht mehr viel Zeit hast und echt nicht mehr viel Geld. Also denke ich mal, wenn die zwischen 1 und 6, dann rechne ich nicht vor 3 mit denen. Also von daher, I don't give. Und ich werde eh nicht allein sein, also kann ich auch die andere hinschicken. Kass ich ja mal. Willst du ins Fernsehen? Auf Fox. Guido. Ich fände es cool, wenn ich Guido sehen würde, wäre ich dabei, glaube ich. Ich fand den immer ganz süß. Also vom Verhalten her. Ihr Weirdos. Ja, wir werden sehen. Also, ich glaube eher nicht dran. Aber wäre cool, oder? was noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal ein Brot und dann gehe ich zur Arbeit. Und dann melde ich mich vielleicht später nochmal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es das auch. Bis dann. Tschüsschen.